Wesentlicher Gegensatz besteht nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen traditioneller Kultur und moderner Zivilisation. Alle traditionellen Kulturen haben einige metaphysische Bezugspunkte. Sie werden sowohl durch die Anerkennung einer höheren Ordnung in allem, was mensch- und zeitlich ist, gekennzeichnet, als auch durch die Gegenwart und die Autorität von Eliten. Es werden dabei transzendente Prinzipien und Werte benötigt, um ein höheres System des Wissens und der Existenz zu erreichen, um dem Sein eine wirklich tiefe Bedeutung zu geben. Die moderne Zivilisation in West- und Osteuropa ist das genaue Gegenteil der traditionellen Kultur. Moderne ist gekennzeichnet durch die systematische Verleugnung von allem, was dem Menschen überlegen ist, durch die unbefriedigende Organisation von Wissen. Jeder echte Sinngehalt verschwindet mit dem Kniefall vor dem Gesetz der Zahl, als der wesentlichen Ursache der gegenwärtigen Krise. Der Osten lebt noch Aspekte der traditionellen Kulturen, die andernorts bereits gänzlich verschwunden sind. Der Westen hat lange schon den Bezug zu den traditionellen Formen seiner Vergangenheit verloren, von denen außerhalb der religiösen Welt fast nichts geblieben ist. Der Kontakt zwischen der antimodernen Avantgarde des Westens und den Vertretern des traditionellen Geistes des Ostens ist ein Punkt von entscheidender Bedeutung, um eine Wiedergeburt der Kultur im Westen zu gewährleisten. Bar jeder tiefen Bedeutung ist ein Wissen ohne Geist, die reine Intellektualität, genauso sinnlos wie Aktion ohne Kontemplation. Wählen wir uns zum Ziel die Wiedergeburt der Kultur, muss eine Verbindung der Tat des Kriegers und der priesterlichen Kontemplation zum Ausgangspunkt genommen werden. Die Erneuerung dieser beiden Haltungen in einer gemeinsamen Gestalt wird die unselige Gegenwart beenden und eine neue Zeit von Würde und Wahrhaftigkeit einleiten. Eine neue Zeit von Würde und Wahrhaftigkeit einleiten.